Hallihallo, hier ist der Kater Schnurz aus dem Off. Heute gibt's mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, einfach so als kleine Abwechslung, weil die letzten Videos, die ich gemacht habe, waren schon wieder so inhaltlich schwer und staatstragend. Und dann mache ich immer wieder mal eine kleine Abwechslung, damit es nicht zu ernst wird. Und heute zeige ich euch mal, wie das überhaupt mit meinen Videos so funktioniert, wie ich die so produziere, was da so für Schritte nötig sind und ja, wie das alles so abläuft. Vielleicht interessiert das euch ja. Fangen wir gleich mal an mit dem ersten und gleichzeitig wichtigsten Schritt, zumindest in meinen Fällen, nämlich das Skript. Also meine Videos, zumindest so die ernsthafteren Themenvideos, die ich so mache, die sind halt alle geskriptet. Manche Ideen, die mir so einfallen, schreibe ich erstmal so stichworthaft auf und sammle dann im Laufe der Tage und Wochen noch ein paar mehr Gedanken dazu, bis ich irgendwie genug zusammen habe, um einen Absatz draus zu formulieren. Und manche Sachen, da setze ich mich einfach hin und fange eines Abends an zu schreiben und schreibe da relativ chaotisch mal an diesem Absatz und mal an jenem Absatz und am Ende kommt irgendwie noch so ein Anfang hinzu und ein Schluss. Es ist am Anfang so ein Skript, ist bei mir zumindest am Anfang ein relativ großer Mülleimer, wo einfach erstmal alles reingekippt wird und dann im Laufe der Prozedur wird das mehr ausgefeilt. Wann immer das Skript dann einen Zustand erreicht hat, der einigermaßen final aussieht, könnt ihr dann sehen, das ist genau der Text, den ich dann im Video auch so aufsagen werde. Und zwischendurch findet ihr dann immer mal so Unterbrechungen und dann sind hier so Referenzen angezeigt. Das sind dann die Einspieler, die ich hier markiert habe, die ich vorhabe, in Form von Videoschnipseln einzublenden, einfach um irgendetwas besser illustrieren zu können. Und ja, genau, die werde ich dann einfach später beim Schnitt einfügen. Und bei manchen Videos, zumindest bei denen zum Thema toxische Maskulinität und noch ein paar anderen, habe ich auch noch ein paar Einspieler selbst vorbereitet, wo ich mit den Dinos arbeite. Die Dino-Einspieler, die habe ich hier so hellgrau unterlegt und auch so durchnummeriert, jede einzelne Zeile. Und die produziere ich praktisch selbst vor, weil das ist nämlich der nächste Schritt, wenn dann das Skript soweit fertig ist und es gibt irgendwelche Dino-Referenzen, dann muss ich die auch selbst erstmal drehen. Das heißt, der nächste Schritt ist dann immer erstmal der Ton. Das heißt, eines schönen Abends setze ich mich dann hin mit meinem Skript, nehme mir eine Decke, einfach nur aus Gründen der Schallabsorption, damit ich nicht. Also manche Stellen in den Dino-Dialogen sind halt relativ laut, dann schreit ein Dino mal herum und jetzt möchte ich nicht, dass das Nachbarn oder irgendjemand anderes mitkriegt, deswegen verstecke ich mich da unter einer Decke. Man könnte auch Eierkartons an die Wand nageln, aber das ist mir ein bisschen zu ungemütlich in meinem Wohnzimmer. Und dann quatsche ich das einfach runter. Da hat die heutige Weiblichkeit doch ganz andere Probleme. Durch ihr bloßes Das Ganze spreche ich mit so einem Diktiergerät ein, was so ein Mikrofon angestöpselt hat. Das werdet ihr später, wenn die Videos, also wenn ich den eigentlichen Filmdreh mache, auch nochmal sehen. Aber erstmal bin ich nur unter der Decke und quatsch die Dinos nach. So, wann immer das geschehen ist, nehme ich mir dann die Einspieler, die ich aufgenommen habe, schneide mir die so zurecht, dass ich für jeden Dialog so einen Take habe. Und dann geht es auch schon an den nächsten Schritt, nämlich dann muss die Dino-Bewegung passend zu dem, was ich gerade eingesprochen habe, gespielt werden. Also dann eines anderen schönen Abends setze ich mich dann hin, baue meine Softboxen auf, nehme meinen Wohnzimmertisch her, ein paar Kissen in den Hintergrund, stelle die Dinos auf den Tisch und dann lasse ich auf dem Computer per Lautsprecher die Dialogszene, die ich gerade nachspielen möchte, einfach im Loop, also in der Dauerrotation immer wieder durchlaufen. Wann immer ich einen Take nachspielen möchte, bewege ich die Dinos einfach so passend zu dem, was ich gerade spreche, dass das so ein bisschen so aussieht, als ob die Dinos tatsächlich reden würden. Diese Videoschnipsel muss ich dann auch erstmal passend zu den Tonsequenzen, die ich vorher aufgenommen habe, synchronisieren und übereinanderlegen und so zurechtschneiden, dass ich die kleinen Dino-Einspieler schon fertig habe. Das ist schon ziemlich viel passiert, ohne dass überhaupt eine Minute Video entstanden ist. Also ihr seht, da ist ziemlich viel Vorarbeit schon notwendig. Wenn das dann alles vorbereitet ist, dann irgendwann eines anderen schönen Tages, dann wird tatsächlich mein Film entstehen, also wo ich dann vor der Kamera stehe. Mein Setup ist relativ simpel. Ich habe so zwei kleine Softboxen, die ich mir mal vor 2 Jahren oder sowas mal gekauft habe für schmales Geld. Einfach nur im Wohnzimmer aufgebaut, relativ simpel.
Ich mache mich dann auch immer noch ein bisschen schön. Es gab so Anfangszeiten während meines Videokanaldrehs. Da saß ich vor der Kamera so ziemlich wie ich halt gerade so im Wohnzimmer saß. Ich kann nicht kochen. Ich habe keine Ahnung von Dekoration, Styling oder von Klamotten. Inzwischen mache ich mich da vorher schon mal schön. Das habe ich sogar in einem extra Video mal gezeigt, wie ich mich da so schminke. Ne? Also ich lasse jetzt nicht meine völlig ungekämmte Haarigkeit auf euch los. Die Zeiten sind vorbei. So, wenn ich mich dann hübsch gemacht habe, dann geht's auch endlich ans Video drehen. Das hat jetzt auch überhaupt nicht lange gedauert. Und lange Zeit habe ich Videos erst freigesprochen und oder mir manchmal nur so Stichpunkte auf einen Zettel aufgeschrieben. Und andauernd habe ich meinen Text vergessen oder ich kam nicht weiter und das hat sich ewig hingezogen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also habe ich mir einen Teleprompter gebastelt. Na, was sagt ihr dazu? Einen Teleprompter. Bestehend aus meinem Smartphone und einem Haargummiband. Und das schnalle ich dann so um das Stativ drum, also das Smartphone. Und auf dem Smartphone selbst läuft so eine App, die halt wirklich, die nennt sich irgendwie so Teleprompter oder so eine Art. Da läuft das einfach so runter. Und ich lese eigentlich diesen Text nur ab. Das ist wesentlich entspannter, als andauernd Stücke des Textes auswendig zu lernen, in die Kamera zu sagen und dann 500 Mal den Text vergessen zu haben. Das wird relativ schnell relativ nervig. Wenn das alles geschafft ist, dann verkabel ich mich noch schnell, also steck mir mein Ansteckmikrofon an und stöpsel dieses in mein Diktiergerät an, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, als ich die Dino-Stimmen aufgenommen habe. Also externen Ton aufnehmen ergibt schon wirklich Sinn, weil das einfach eine bessere Qualität ist als die Tonqualität, die meine Kamera selbst aufnimmt. Und dann, nachdem ich noch ein bisschen justiert und hin und her geschoben und Haare gerichtet habe, geht's dann auch endlich los mit dem Video. Sobald dann der Videodreh selbst abgeschlossen ist, mache ich die Kamera direkt noch einmal an für eine kurze Sequenz, weil dann nehme ich noch das Bild für das Thumbnail, also das Vorschaubild für mein Video auf. Dafür muss ich vorher die Bilder abhängen, die im Hintergrund hängen, weil ich will eine neutrale Wand haben und da nicht zu viel Action im Hintergrund haben. Auf meinem Thumbnail soll schließlich der Fokus auf der Schrift oder auf dem liegen, was ich dann darstellen möchte. Und dann mache ich halt irgendwelche Posen oder mache irgendeinen Gesichtsausdruck, der zum Inhalt des Videos passt. Und das war's dann auch an Videomaterial. Jetzt geht das Ganze in den Computer und wird verarbeitet und geschnitten. Bevor es mit dem eigentlichen Schneiden losgeht, kümmere ich mich nochmal um die Soundspur, die ich gerade mit meinem Diktiergerät parallel mit aufgenommen habe. Die werde ich nämlich vorher noch etwas vorbearbeiten, bevor ich sie eigentlich benutze. Ihr seht, ich habe sie jetzt einmal in Audacity reingeladen. Das ist das Programm, mit dem ich das immer mache. Ist ein kostenloses Programm und ihr seht, momentan sind da noch ziemlich Unterschiede in der Amplitude, sprich in der Lautstärke meiner Soundspur. Hier habe ich mich ein paar Mal geräuspert oder gehustet und andere Male, da sind die Ausschläge nur ganz klein, da war ich also offensichtlich ganz leise. Und das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist erstmal die Amplituden, also die Lautstärken, alle auf ungefähr ein gleiches Niveau zu bringen. Und das macht man mit Hilfe eines sogenannten Kompressors. Das gibt es hier über Effekte, kann ich hier den Kompressor auswählen, das sind praktisch hier die Lautstärken und wie sie dann verändert werden, um am Ende auf ein Level gebracht zu werden. Okay, ihr seht, jetzt sind alle Stellen in der Soundspur einigermaßen gleich laut und die Betonung liegt auf laut, weil jetzt ist das Ganze insgesamt auch in der Lautstärke etwas krasser geworden, aber ist nicht so schlimm, weil die Gesamtlautstärke kann ich beim Videoschnitt am Ende ja auch noch ein bisschen runterregeln. Was ich allerdings beim Kompressor jetzt auch mitgemacht habe, ist, wenn ich die leisen Stellen lauter gemacht habe, dann bedeutet das auch, dass ich Rauschen, also einfach nur so eine Hintergrundstille, dass ich die auch mit lauter gemacht habe. Und damit habe ich auch das Rauschen verstärkt. Und das möchte ich jetzt wieder rausbekommen, weil das möchte ich eigentlich nicht in meinem Video drin haben. Und deswegen habe ich mir gerade eine Stelle rausgesucht, wo ich nicht spreche und wo ich auch nicht atme und nicht räuspere und überhaupt nichts mache, wo man also wirklich nur das Rauschen selbst hört. Und dann mache ich mit einem anderen Effekt, nämlich die Rauschverminderung. Da kann ich zunächst das Rauschprofil ermitteln und zwar aus genau dem Teilstück des Audiofiles, was ich gerade hier selektiert habe. Das habe ich jetzt also gerade gemacht und jetzt kann ich die gesamte Tonspur selektieren, kann nochmal die Rauschverminderung auswählen und jetzt auch tatsächlich das Rauschprofil, was ich eben ermittelt habe, einmal anwenden. Und gleich werden wir sehen, dass dann die Stellen, wo ich nicht spreche, auch tatsächlich still sind.
Da ist noch ein kleines bisschen Hintergrundgeräusch, aber nichts mehr, was man doll hören kann. Und insgesamt sind die Tonausschläge auch wieder ein kleines bisschen nach unten gegangen. Es ist nicht mehr ganz so krass. Und das ist jetzt das Tonfall, mit dem ich tatsächlich arbeiten werde. Okay, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Videoschnitt. Meinen Videoschnitt mache ich übrigens mit Premiere aus der Version vom Creative Suite 4, also eine hundealte Version, die ich mir aus grauer Studentenvorzeit mal ergattert habe. Seitdem habe ich die und rock die jetzt einfach so lange gnadenlos runter, bis sie mir auseinanderfällt auf der Festplatte. Und in dieser Projektdatei habe ich jetzt schon alles vorbereitet für alle möglichen Arten von Overlays, Bilder, Videoschnipsel, die ich vorhabe zu verwenden. Und ja, hier habe ich sogar schon die Dino-Einspieler, die ich vorbereitet und eingesprochen habe, schon zurechtgeschnitten und vorbereitet, sodass ich die nur noch einfügen muss. Und jetzt fängt der eigentliche Schnitt an. Die beiden, also Video- und Sounddatei, die ich gerade reingeladen bzw. vorbearbeitet habe, habe ich hier auch schon reingelegt. Die nenne ich immer nach der laufenden Nummer meines Projektes und dann eben Take 1, Take 2 und so weiter und so weiter. Dann nehme ich mir jetzt als allererstes die Bildspur, also die Videospur selbst, lege die erstmal rein. Wenn ich nicht vergessen habe, habe ich am Anfang immer einen Weißabgleich bzw. einen Schwarzabgleich mit drin. Was ich dafür benutze, um jetzt erstmal die Farbeinstellungen für mein Video so ein kleines bisschen nachzukorrigieren, weil manchmal habe ich da noch einen Grauschleier drauf oder es ist so von der Farbe her nicht besonders gut, wie meine Aufnahme geraten ist. Und da kann ich hier mit einem einfachen kleinen Tool, was ich aus Premiere benutzen kann, noch ein kleines bisschen was nachkorrigieren. Schnelle Farbkorrektur, die ziehe ich einfach per Drag and Drop in die Videospur hinein, dann taucht die hier oben auf, ich klappe die schnelle Farbkorrektur auf und dann habe ich hier die Möglichkeit, den Schwarzwert, den das Programm benutzen soll, und den Weißwert und auch den Grauwert, aber den benutze ich nicht, einmal per Color Picking Tool aus dem Video rauszunehmen, und dann wird die Farbe, die ich hier gerade Color gepickt habe, als schwarz genommen, also als reines Schwarz bzw. als reines Weiß, und dann seht ihr, dann sieht die gesamte Videospur ein bisschen crispy aus. Bisschen kontrastreicher, könnte man sagen. Jetzt kommt die MP3-Datei, sprich meine Audiodatei, die ich vorher noch mit dem Kompressor nachbearbeitet habe, mit hinzu. Die lege ich praktisch unter die Tonspur, die das Video selbst mitgebracht hat. Und jetzt muss ich erst einmal dafür sorgen, dass die beiden genau synchron übereinander liegen. Dafür habe ich am Anfang ja auch einmal geklatscht. Diesen Klatscher sieht man hier als Amplitude sehr schön herausstechen. Und danach kann ich mich jetzt wunderbar orientieren, um die beiden Spuren übereinander zu legen. Das ist mal ein kleines bisschen Trial and Error, bis ich die richtige Position gefunden habe. Sehr gut. So, und jetzt eine weitere Sache, die ich noch machen muss, bevor ich richtig anfangen kann mit Schneiden. Jetzt fangen die beiden Tonspuren gleichermaßen an, aber wenn ich jetzt ganz ans Ende meiner Videoaufnahme spule, dann mache ich ja wieder einen Klatscher und da seht ihr, hier ist schon irgendwie so ein komischer Versatz drin. Ja, was daran liegt, dass wir zwar gleichzeitig angefangen haben, aber sowohl Ton- als auch Videospur eine unterschiedliche Frames per Second haben, sprich, meine Videoaufnahme ist schon fertig, wenn meine Tonaufnahme noch nicht fertig ist. Ich muss die Videoaufnahme also ein ganz kleines bisschen langsamer abspielen. Das kann ich einstellen hier über die Geschwindigkeit, also dass ich die Videospur mit einer Geschwindigkeit von 99,955% abspielen muss. Und dann seht ihr, kommen wir ungefähr zur selben Zeit wieder raus. Jetzt ist nicht nur am Anfang mein Video und Ton synchron, sondern auch am Ende, wenn wir am Ende des Videos angekommen sind. Schön. Und jetzt fange ich an, das Video zu schneiden. Und ja, da hat irgendwie jeder so seine eigene Technik. Ich habe mir angewöhnt, aus welchen Gründen auch immer, dass ich immer von hinten nach vorne schneide. Beginne ich praktisch mit der Abmoderation oder mit der Verabschiedung und schneide mich zum Anfang des Videos vor. Ja, Kater Schnurz. Zack, dann mache ich einen Cut, schnippel die Schnapp. Ich muss natürlich immer Ton- und Videospur unabhängig voneinander schneiden. Und die einzelnen Takes, wann die anfangen, das sehe ich halt immer hier an den Amplituden, wann wieder Action ist. Und in der Stille dazwischen mache ich offensichtlich nichts, beziehungsweise da ist der Take zu Ende. Und hier kann ich halt immer anfangen, einmal abzuspielen, um zu gucken, ob das hier mein Take ist oder ob das noch ein Outtake ist oder was auch immer das eigentlich ist.
So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt aus der Perspektive der Männer. Und dadurch, dass ich ja mein Skript habe, kann ich mich jetzt durch das Skript arbeiten und kann in den Aufnahmen nach der Anfangsstelle für den nächsten Part einfach suchen. Jetzt habe ich ganz schön viel. Das ist also immer noch, das ist derselbe Take oder dieselbe Stelle wie eben, aber ich habe den letzten Take ja gerade gefunden und schon vorgeschnitten. Das heißt, die ganzen Takes, wo ich mit denselben Sätzen anfange, das sind dann praktisch Outtakes. Deswegen schneide ich gerne von hinten nach vorne, weil ich dann das erste Mal, wenn ich einen bestimmten Satz anfange, den ich vorher noch nicht hatte, das ist dann praktisch der Take, den ich nehme. Und dann springe ich einfach nach vorne, solange bis ich wieder einen neuen Block gefunden habe. Zum Beispiel. Nicht zuletzt ist es das harsche Voreingang des Lebens, schließlich kein Ponyhof. So, da ist der Block zu Ende. Das, was zwischen dem Block, den ich hier hinten schon angeschnitten habe, und dem Ende des jetzigen Blocks liegt, sind also offensichtlich nur Outtakes. Also kann ich die rausschmeißen und den Rest dazwischen sozusagen überblenden. Und jetzt, wenn ich das jetzt hintereinander weg abspulen würde, würdet ihr merken, dass es da so eine... Ja, dass das irgendwie abgehackt klingt. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. So, jetzt habe ich ganz schön... Ja, und zumindest so in Online-Creator-Kreisen macht man meistens die Schnitte sehr, sehr flüssig. Also man lässt die verschiedenen Takes so ineinander übergehen, dass sozusagen die Stimme von dem einen Take gerade mal aufgehört hat zu sprechen und da fängt die Stimme vom nächsten Take schon wieder an. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. So, jetzt habe ich ganz schön viel... Alles klar. Das ist schon die erste Transition von dem einen Block zum nächsten Block und so mache ich jetzt einfach weiter. Wenn am Ende der Schnitt fertig ist, sieht das Projekt ungefähr so aus. Die einzelnen Takes sind schön separat zusammengeschnitten und ihr seht mit den wechselnden Tonspuren, dass die einzelnen Takes immer so ein Stück weit überlappen, um diesen schnellen Schnitt hinzubekommen, den ich euch gezeigt habe. Ab und zu sind noch ein paar Overlays dabei, weil ich Kapitelüberschriften einfüge oder irgendwelche Referenzen. Und damit ist das ganze Ding eigentlich schon fast fertig. Nur eine Sache fehlt noch, nämlich der Abspann. Und da habe ich zumindest bei diesen Toxisch-Maskulinitäts-Dingsbums-Star-Videos habe ich es mir angewöhnt, immer mit einem Lied abzuschließen, was thematisch ganz gut dazu passt. Und diesmal habe ich mich dazu entschieden, den Wu-Tang Clan zu nehmen mit Gravel Pit. Erstens, weil es einfach ein cooles Lied ist, was sich auch einfach schön anhören lässt. Und zweitens, weil es auch einfach thematisch ganz gut dazu passt. In dem Video habe ich halt angesprochen, dass Männer, um Anerkennung zu bekommen, vor allem über Leistung gehen und um dann am Ende auch zu zeigen, was sie geleistet haben, hauen sie eben ein bisschen auf die Kacke. Und das ist im Prinzip genau das, was in Rap-Songs die meiste Zeit gemacht wird. Deswegen passt das auch einfach so inhaltlich ganz gut. Und da werde ich als allererstes mal den richtigen Ausschnitt finden. Und jetzt muss ich das Ganze halt nur noch zurechtschneiden ans Ende des Videos und auch hier wieder so ein bisschen überlappend, wie ich das schon bei dem schnellen Schnitt gemacht habe, damit die Musik schon so ein bisschen anfängt, wenn ich gerade fertig bin mit meiner eigenen Abmod. Und damit wäre das Video auch fertig und dann kann es exportiert werden. Meine Fresse, das ging ja wahnsinnig schnell, oder? Kater Schnurz. Während mein Video-Export läuft, mache ich das Thumbnail noch fertig, auch das mit dem Photoshop aus dieser CS4 Creative Suite Version. Auch das eine hundealte Version, aber hey, noch funktioniert sie, also werde ich sie so lange benutzen, bis sie tot umfällt. Das ist jetzt hier meine Photoshop-Datei, in der ich praktisch alle meine Thumbnails bearbeite und erstelle. Praktisch für jedes Thumbnail, für jedes Video, was ich so erstelle, mache ich hier einen eigenen Unterordner. Das hier ist das Thumbnail offenbar von meinem letzten Video zum Thema toxische Maskulinität. Und jetzt hier habe ich mir schon einen neuen Ordner hinzugefügt für die Nummer 227, heilige Scheiße, so viele sind das schon. Und jetzt habe ich mir einen Screenshot gemacht. Die kommt jetzt einfach hier in einen extra Layer hinein. Und die erste Amtshandlung, die ich immer mache, ist erstmal diese Klötzchen, die da hinten an der Wand kleben, an denen meine Bilder hängen, die muss ich erstmal wegretuschieren. Dann sind die Dinger schon mal weg. Das geht ja in Photoshop zum Glück relativ easy. Noch ein bisschen transformieren. So, nächster Schritt ist, wenn ich meinen Layer hier ausblende, seht ihr so einen camouflageartigen Hintergrund. Je nachdem, was für ein Videothema vorliegt, ist der Hintergrund übrigens auch ein unterschiedlicher. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Ich kann ja mal verschiedene Beispiele zeigen.
der zum Beispiel, der Hintergrund, den benutze ich immer, wenn ich irgendwelche Geschichten oder persönlichen Erlebnisse erzähle, dann scheint immer dieser Hintergrund durch. Ansonsten bei leichten Themen oder Outtakes oder wenn ich mit Bjarne wieder Bärte färbe, dann nehme ich den hier. Und eben für die toxische Maskulinität ist es eben so ein Camouflage-artiger Hintergrund. Und die Idee ist jetzt, dass ich das Foto so teilweise mit dem Pinsel so bearbeite, dass da dieser Hintergrund durchscheint. Und das kann man ganz einfach machen. In Photoshop aktiviere ich diese Ebene und füge hier unten eine, wie nennt sich das, Ebenenmaske hinzu. Richtig, jetzt ist hier noch so ein extra Symbol dazu gekommen. Das ist jetzt nochmal eine eigene Ebene, auf der ich auch malen kann, aber auf der kann ich nur schwarz-weiß bzw. in Grautönen malen, weil diese Ebene gibt jetzt an, ob die Pixel des Bildes durchsichtig oder nicht durchsichtig sind. Als allererstes muss ich erstmal den Hintergrund von dem Vordergrund selektieren. Alle Pixel, die im Bild die gleiche Helligkeit haben wie die Hintergrundstimmung, die ich hier habe, die wird jetzt selektiert. Wenn ich jetzt male, dann male ich nur noch auf dem Hintergrund und der Vordergrund, wo ich jetzt hier mit meiner Pose bin, bleibt unangetastet. Ist das nicht toll? Ich mache das immer relativ so Freestyle, irgendwie Krakel, Krakel, irgendwie so in der Art. Offensichtlich wende ich mich ein wenig angewidert von den Schrifteinblendungen ab, die hier dazukommen. Als Schrift habe ich mir schon überlegt, dass ich hier so verschiedene Stichworte einblenden möchte, die halt das Videothema besonders gut charakterisieren. Gut, und das war's auch schon. Ach ja, nee, noch nicht ganz, weil der Rahmen kommt immer dazu. Und jetzt habe ich an dem Rand praktisch meine Ebenenmaske auch wieder schwarz ausgemalt, was so viel heißt wie an der Stelle ist das Bild unsichtbar, also scheint der Camouflage-Hintergrund durch. Alles klar, dann war es das auch schon. Ich exportiere einmal und dann wird das Ganze so hochgeladen.